rutscht der Bitcoin während des aktuellen Bärenmarktes möglicherweise sogar nochmal unter 10.000 US-Dollar und warum ist die Zeit danach die wirklich schwierige und anstrengende Zeit? Diese und viele weitere Fragen schauen wir uns im heutigen Q&A etwas genauer an. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Q&A beantworte ich wieder einige Fragen von euch, die ihr mir über Instagram gestellt habt. Ihr kennt das Spiel, ich sammle die Fragen auf Instagram zusammen, präsentiere sie dann hier auf YouTube so ein bisschen chronologisch der Reihenfolge. Erst befassen wir uns mit dem Bitcoin im Allgemeinen, dann reden wir über kleinere Projekte und Altcoins und am Ende schauen wir uns noch einige private Fragen an. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende und würde sagen, wir reden gar nicht länger um den heißen Brei, Freunde. Lasst gerne Bewertungen und einen Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen, springen wir auf die erste Folie. Die meisten Fragen, die mich aktuell erreichen, ist, ob ich glaube, dass der Bitcoin noch weiter fällt und ob er möglicherweise auch unter 10.000 US-Dollar fallen könnte. Erstmal möchte ich dazu ganz klar sagen, ich weiß es nicht. Niemand weiß, wohin der Bitcoin sich hier wirklich noch verschlägt. Das, was wir wissen, ist, dass die aktuelle Situation eine Ausnahmesituation ist. Ja, wir hatten schon in der Vergangenheit Bullen- und Bärenmärkte, doch diese Zyklen waren immer etwas anders. Aktuell ist das Ganze gepaart mit einer Weltwirtschaftskrise, die möglicherweise auch noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre anhalten wird. Ich tendiere sogar tatsächlich, dass diese aktuell sehr schwierige wirtschaftliche Situation sehr, sehr lange gehen könnte. Wir sind momentan in einem Marktzyklus angekommen, wo wirklich das gesamte Kartenhaus der Welt in Anführungsstrichen zusammenbricht. Damit möchte ich jetzt nicht irgendwie alles schlecht reden oder so, aber ihr wisst natürlich selber, dass die Immobilienpreise in den letzten Monaten und Jahren absolut extrem durch die Decke gegangen sind. Wir sehen aktuell offensichtlich, wie die Preise hier durch die Decke gehen, auch von Lebenshaltungskosten, von Öl, also beispielsweise natürlich auch, wenn du tanken willst und so weiter. Die Energiekosten sind durch die Decke gegangen. Wir hatten einen Großhandelspreisanstieg im letzten Monat bzw. in den letzten 12 Monaten von über 33%. Das ist einfach keine normale Entwicklung mehr und das ganze Kartenhaus wird irgendwann zusammenbrechen. Das passiert in der Regel alle 80 bis 100 Jahre und genau das sehen wir halt jetzt eben auch. Das Problem ist einfach, dass die Menschheit in den letzten Jahren ziemlich verweichlicht ist, weil die gesamte Marktstruktur, wir haben ja wirklich nur einen Aufschwung erlebt. Natürlich, wir hatten 2008 hier diese Immobilienkrise, wir hatten 2000 die Dotcom-Bubble, doch aktuell haben wir so diese Alles-Bubble und auch wenn die letzten Bullen- und Bärenmärkte im gesamten Finanzmarkt natürlich anstrengend waren, vor allem natürlich die Bärenmärkte, so sind wir doch jetzt an einer Situation angelangt, die dem Ganzen nochmal etwas ein oben drauf setzt. Unter anderem haben wir die Punkte, die ich eben angesprochen habe, dann haben wir noch Konflikte, wir haben noch immer die Pandemie, wir haben immer noch große Lockdowns in beispielsweise China und. Es spitzt sich momentan die Gesamtsituation etwas zu und aufgrund dessen ist es auch so unfassbar schwierig, den Markt aktuell einzuschätzen. Dass man den Markt timen kann, von diesem Gedanken sollte man sich komplett loslösen, deswegen versuche ich auch gar nicht den Boden zu kaufen, sondern nur auf dem Weg nach unten mich weiter einzukaufen, weil ich weiß, dass wir irgendwann wieder diese Trendwende sehen und dann wieder nach oben gehen. Und genau dann möchte ich nicht der sein, der dann in FOMO irgendwann kaufen muss, weil er aktuell den Einstieg verpasst. Das Wichtigste, wenn du dir überlegst, ob du jetzt investieren solltest oder nicht, ist selbstverständlich der Zeithorizont. Denn das ist ebenfalls eine sehr wichtige Sache. Momentan reden wir immer darüber, wann erreichen wir den Boden, wie tief wird der Boden sein, fallen wir dann vielleicht noch weiter oder wie geht es dann im Allgemeinen weiter. Doch die wirklich schwierige Phase kommt erst, wenn wir den Boden erstmal gesehen haben. So ein Boden zeigt sich oftmals durch einen kaskadischen Abverkauf bzw. eine Kapitulation, die auch zum heutigen Zeitpunkt immer noch eintreffen kann. Und denkt daran, Freunde, auch wenn ein Altcoin bereits minus 90% gemacht hat, kann er auch nochmal um weitere 90% fallen. Damit möchte ich auf gar keinen Fall Angst oder Panik schüren, sondern ihr solltet immer daran denken, dass das natürlich ein recht risikoreicher Markt ist. Doch kommen wir zurück auf den Zeithorizont, den ich im Allgemeinen ansprechen wollte. Denn wir wissen, okay, irgendwann werden wir wahrscheinlich nochmal eine Marktkapitulation sehen. Zumindest denke ich das, selbst wenn wir nochmal Euphorie sehen in den nächsten Wochen oder Monaten. Ich denke, das war es noch nicht ganz. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, ist beispielsweise auch, dass die US-Notenbank hier sich dazu entscheiden wird, die Zinspolitik vielleicht nicht ganz so scharf anzuziehen, weil sie ja selber sehen, wie die Wirtschaft momentan stark leidet. Der S&P 500 ist so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wir sehen momentan, dass die Märkte extrem unter Druck stehen und eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins aktuell noch kein Stück angehoben und auch die US-amerikanische Notenbank hat quasi mit ihrem quantitativen Tightening, also wirklich mit dem Liquiditätsentzug aus dem Markt, noch gar nicht wirklich angefangen. Trotzdem sehen wir so schockierende Bewegungen am Markt und da gibt es natürlich jetzt zwei Resultate. Entweder werden die Zentralbanken das Ganze so weitertreiben, um hier wirklich
die Gesamtinflation so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, oder sie werden früher oder später ihre Gelddruckmaschinen wieder anschmeißen, weil sie denken, die Wirtschaft ist so stark unter Druck, da müssen wir gegen anarbeiten. Gerade in den letzten Jahren haben wir natürlich gesehen, dass vor allem auch immer die Zinsen immer weniger angestiegen sind. So haben wir damals teilweise Zinsanstiege auf 5-6% gehabt, dann nur noch auf 3-4%, die letzten Male sogar, glaube ich, nur in die Bereiche von 2%, und aktuell wird von einigen antizipiert, dass entweder die Zinsen extrem hoch geschossen werden, weil wir halt so eine extrem krasse Entwicklung in den letzten Jahren gesehen haben, oder dass sie wieder einmal nicht wirklich hoch angehoben werden und dann wieder schnell auf Null gehen, weil die Fed halt hier quasi ihren Schwanz einzieht. So etwas kann halt einfach niemand predikten. Das, was wirklich anstrengend wird, und damit möchte ich jetzt auf den Punkt kommen, den ich eigentlich ansprechen wollte, ist die Phase nach dieser Kapitulation. Denn nach dieser Kapitulation, und das schauen wir uns auch gleich nochmal an, dann trifft eben eine Marktphase ein, die sich oftmals sehr, sehr lange wie ein Kaugummi beiseite zieht. Viele Leute haben in den letzten Monaten investiert, vielleicht auch in den Bereich des All-Time-Highs. Und auch, ja, wenn wir darüber reden, dass wir vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten bereits den Boden sehen, heißt es nicht, dass es dann recht schnell wieder nach oben geht, denn der Markt ist dann geschädigt. Viele Leute haben eben am Markt viel Geld verloren. Natürlich reden wir hier nicht nur vom Kryptomarkt, sondern auch vom Aktienmarkt, der übrigens auch nochmal easy 50% nach unten droppen könnte, so viel mal eben dazu. So müssen wir uns eben darauf einstellen, vielleicht Marktphasen zu erleben, die Monate, vielleicht sogar Jahre seitwärts laufen. Dabei möchte ich beispielsweise auf die Great Depression eingehen, die hier eben vor knapp 100 oder 90 Jahren stattgefunden hat. Es ist einfach eine sehr depressive Phase, und die trifft halt erst ein, wenn wir den Boden gesehen haben. Wichtig ist es, erstmal einen fetten Respekt überhaupt an alle, die jetzt noch dabei sind. Die nächsten Monate werden noch anstrengend. Wir haben gerade mal 6 Monate bärische Phase durchlebt. Wir hatten noch nicht mal die schlussendliche Kapitulation, und danach beginnt erst der nervenaufreibende Part. Aktuell sehen wir, dass der Markt immer wieder leicht ansteigt, Abverkauf wird, ansteigt, Abverkauf wird, immer wieder Hoffnung, und dann wird diese Hoffnung zerstört, und das wird so lange passieren, bis eben die Leute alle aus dem Markt raus sind, die eben sich davon emotional leiten lassen, und dann ist es wichtig anzugreifen, und dann ist es wichtig, hier vernünftig Dollar Cost Average zu betreiben. Auf die Frage gehen wir allerdings gleich nochmal ein. Mich hat hier beispielsweise noch die Nachricht erreicht, Krypto macht mich mittlerweile depressiv, und genau das ist eben das, was in den Bärenmärkten so passieren soll. Die Märkte werden so lange nach unten gedrückt, bis der Retail, bis wir komplett mürbe gemacht werden, bis wir keinen Bock mehr darauf haben, und an dieser Stelle auch der Tipp, schaut auch ruhig mal länger nicht in euer Portfolio, damit ihr euch nicht selber fertig macht, denn momentan ist es natürlich keine schöne Entwicklung. Ihr könnt euch natürlich sehr gerne über meine Videos auf dem Laufenden halten, aber schaut nicht jeden Tag 5-mal ins Portfolio, versucht euch so ein bisschen davon zu distanzieren, aber ganz wichtig, und das ist ein Tipp und keine Anlageberatung, vergesst den Markt nicht. So wie ich das beispielsweise 2018 gemacht habe, ich war so genervt von diesem Markt, dass ich eben kaum noch investiert habe, und das habe ich dann 2-3 Jahre später extrem bereut. Ja, die nächsten Jahre können noch anstrengend werden, aber stellt euch darauf ein, es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Zudem darf man natürlich auch nicht vergessen, dass dieser Anstieg vom Boden alleine bis zum letzten All-Time-High natürlich viele Monate, vielleicht sogar ein Jahr dauern könnte, es allerdings trotzdem eine sehr geile Entwicklung ist. Selbst wenn dieser Boden hier bei $20.000 sein wird, dann haben wir bis $60.000 ein 3x. Das ist eine unfassbar starke Entwicklung. Aufgrund dessen betreibe ich aktuell schon Dollar-Cost-Average. Ja, diese Seitwärtsbewegung können wir theoretisch noch Monate, vielleicht sogar Jahre sehen. Long-Term bin ich allerdings davon überzeugt, dass wir auch wieder steigende Kurse sehen. Und meine Tendenz zu 2023 ist auch hier super schwierig zu sagen, weil ich natürlich nicht weiß, wie die Zentralbanken hier reagieren werden. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass das gesamte aktuelle Jahr noch anstrengend für den Markt wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Zentralbanken hier gegen November sagen, okay, wir müssen jetzt die Gelddruckmaschinen wieder anschmeißen, weil die Pandemie wieder reinkickt. Das sind eben Sachen, die kann man nicht vorhersehen. Man muss sich deswegen meiner Meinung nach über einen sehr langen Zeithorizont hier auf Marktgeschehnisse gefasst machen, dementsprechend auch einige Sachen mit einkalkulieren. Natürlich aufgrund dessen niemals Geld einsetzen, worauf ihr angewiesen seid, und sich so ein bisschen distanziert, aber trotzdem natürlich interessiert an dem Markt hier partizipieren. Zumindest ist das, wie ich es mache, sollte natürlich jeder für sich selber bedenken. Und zur Frage zum Jahr 2023, ich könnte mir halt vorstellen, dass das so dieses Seitwärtsjahr wird, vielleicht mit einer leichten Erholung Richtung der All-Time-Highs. Ich würde aber jetzt auch nicht zu 100% aufsetzen, dass wir im Jahr 2023 unbedingt das All-Time-High wieder sehen, aber auch hier natürlich hat die Zentralbank einen riesigen Einfluss. Es kann natürlich auch sehr gut sein, wenn wir jetzt beispielsweise
nächstes Jahr den Bitcoin Spot ETF sehen, dass das hier nochmal einen Ankauf fortsetzen wird. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Fiat-Welt fällt weltweit. Brot und Wasser wird teurer. Woher soll der Kaufdruck für Bitcoin kommen? Genau das ist eben diese Frage, die ich so wichtig finde, weil sie halt den Bitcoin nochmal von den Altcoins abtrennt. Bitcoin ist ja wirklich ein Gut, was begrenzt ist auf knapp 21 Millionen. Das haben wir bei keiner anderen Kryptowährung. Natürlich haben wir hier auch ein maximales Supply. Doch das kann natürlich theoretisch immer wieder künstlich hinzugefügt werden und es ist definitiv nicht zu vergleichen mit dem Bitcoin. Der Bitcoin ist an für sich eine komplett andere Währung und der Bitcoin ist quasi ein digitales Äquivalent zum Gold. Zumindest ist das meine persönliche Meinung und Gold ist beispielsweise zu Krisenzeiten immer sehr gut gewesen. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht auch in den nächsten Monaten, vor allem eben gegen Ende des aktuellen und Anfang des nächsten Jahres, vielleicht auch wieder leicht steigende Kurse sehen, vielleicht allerdings primär im Bitcoin und nicht in den Altcoins. Denn die Altcoins sind für mich so wie kleine Startups, Fintech-Unternehmen, die noch ganz am Anfang stehen, damit natürlich ein riesiges Risiko, aber auch ein Potenzial mit sich bringen. Und genau das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Ich differenziere persönlich sehr stark zwischen Bitcoin und den Altcoins und das wäre auch meine Empfehlung, dass man eben das Ganze ein bisschen voneinander trennt. Der Bitcoin ist ein Gut, welches begrenzt ist. Wenn natürlich die ganzen Kosten steigen und vielleicht auch wieder mehr Geld ins System kommt, dann bleibt der Bitcoin trotzdem bei seiner Supply, da kommt nicht mehr dazu. Er ist eben ein Hedge against Inflation. Auch wenn das natürlich aktuell ein bisschen lächerlich klingt, alleine weil wir 60% Minus haben seit dem All-Time-High. Dennoch über einen langen Zeithorizont ist der Bitcoin eben ein begrenztes Gut und könnte halt theoretisch, wenn er als das auch wirklich angesehen wird, was durch einen Spot-ETF vielleicht passieren wird, dann könnte er halt hier tatsächlich auch von eben negativen Marktbewegungen profitieren. Wo ich Bitcoin und Ethereum im nächsten Bullrun am Top sehe, ist ebenfalls eine sehr gute Frage. Ich denke mal, diese Frage kann man auch nicht so eindeutig beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass Bitcoin durchaus weit über 100.000 US-Dollar reicht. Ich denke mal, 250.000 US-Dollar wäre theoretisch definitiv drin. Und bei Ethereum muss man natürlich ebenfalls schauen, auch wie sich die regulatorischen Dinge entwickeln. Ich könnte jetzt hier an sich sagen, Ethereum kann die 20, 30, 40.000 Dollar erreichen und das halte ich auch für realistisch. Doch wenn hier natürlich regulatorisch irgendwelche Dinge reinkicken, die ganze Blockchain hier zunichte machen, dann kann es halt auch komplett nach hinten losgehen. Aufgrund dessen ist der Bitcoin halt für mich die sicherste Investition im Crypto-Space. Ich weiß, man hat weniger Wachstumspotenzial. Es ist allerdings für mich in einem sehr risikoreichen Markt immer noch ein relativ sichereres Asset. Und man darf nicht vergessen, wenn der Bitcoin vom aktuellen Stand 29.000 US-Dollar in 5, 6, 7 Jahren die 300.000 US-Dollar erreicht, dann hat man immer noch einen 10x gemacht und damit die gesamten anderen Finanzmärkte quasi outperformed. Zur Frage bezüglich der Portfolio-Aufteilung wurde ich gefragt, ETH wirklich mehr Potenzial als BTC, 100% BTC oder 70-30 und wie viel Prozent deines Portfolios ist in BTC und in ETH? Das ist ebenfalls eine sehr gute Frage. Also ich persönlich würde auf jeden Fall mehr BTC in mein Portfolio holen. Das ist auch schon das, was ich schon seit Anbeginn der Zeit gesagt habe. Aber natürlich, ich bin halt nicht so ein übertriebener Risikoplayer. Wir sind schon sowieso risikoreich im Crypto-Space unterwegs. Da versuche ich jetzt das Ganze nicht auf die Spitze zu treiben. Wichtig ist, wenn ihr in Altcoins investiert, dann nehmt Gewinne mit. Wir können hier easy einen 10x machen. Wirkt natürlich in der aktuellen Marktphase nicht so. Aber Freunde, ihr wisst, dass es theoretisch möglich ist. Wichtig ist es dann halt, Gewinne abzuschöpfen. Und meiner Meinung nach entweder eben in Stablecoins zu sichern beziehungsweise in Fiat-Geld, um nachher Bitcoin nachzukaufen oder halt direkt in Bitcoin umzuwandeln. Ich persönlich halte ein 70-30-Portfolio für sehr sinnvoll. Es ist definitiv konservativ, aber nicht so konservativ wie 100% Bitcoin. Da muss man natürlich sein eigenes Risikomanagement treffen. Zu meiner aktuellen Portfolio-Aufteilung, wie viel Prozent meines Portfolios aus BTC und ETH besteht, ich kann es gerade gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall ist BTC mittlerweile meine größte Position und wird auch weiter ausgebaut. Das ist eben auch genau das, was ich aktuell nachkaufe. ETH ist allerdings prozentual gar nicht so weit davon entfernt. Also wenn BTC jetzt 40% sind, dann sind ETH mit Sicherheit aktuell immer noch 30-35%. Denn auch hier kaufe ich nach. Spätestens bei 1.600, 1.500 Dollar werden hier große Tranchen reingesetzt. Kommen wir nun zur Frage, was passiert, wenn unser Staat zum Kontrollstaat wird und BTC illegal wird? Dazu muss man einfach mal nach China schauen. Dort sind eben die Transaktionen illegal, teilweise auch der Besitz, auch wenn es im Allgemeinen jetzt nicht unbedingt so ist. Und wir sehen, dass aus China tatsächlich mit die stärkste On-Chain-Aktivität im gesamten Crypto-Space kommt. Dabei reden wir nicht nur über den Bitcoin, sondern über allgemeine Kryptowährungen. Das heißt, es ist ein ganz großer Beweis dafür, dass Kryptowährungen eben nicht aufgehalten werden können. Auch hier muss man wieder zwischen BTC und Altcoins differenzieren, denn bei BTC haben wir keine Foundation, kein Unternehmen, kein Staat dahinter. Das Ganze ist natürlich etwas anders bei Ethereum, denn diese haben natürlich hier die Ethereum Foundation, genauso wie natürlich
natürlich die jeweiligen anderen Kryptoprojekte. Das heißt, ich denke nicht, dass Kryptowährungen hier in irgendeiner Form extrem illegalisiert werden. Natürlich durch regulatorische Dinge kann es sehr stark eingeschränkt werden. Der DeFi-Space kann durch ein Unhosted Wallet-Verbot ziemlich stark zunichte gemacht werden und das würde dann dementsprechend auch die Kurse nach unten drücken. Dass BTC illegalisiert wird, halte ich für relativ unrealistisch und selbst wenn es so wäre, dann wird es immer Länder geben, die BTC nicht illegalisieren und spätestens in diesen Ländern wird das Bitcoin-Mining weiter betrieben. Und selbst wenn es in den Ländern verboten wird, wir sehen aktuell knapp 20% der Hashpower kommen immer noch aus China, obwohl das Mining dort offiziell verboten ist und bis zu 10 Jahre in Haft folgen, wenn du dabei erwischt wirst. Also BTC ist für mich absolut nicht aufzuhalten. Bei Altcoins wäre es möglich, halte ich allerdings auch nicht für realistisch, auch wenn wir uns natürlich hier auf relativ strenge Regulierung gefasst machen müssen. Und somit kommen wir auch schon zur Frage bezüglich Nachkäufe bzw. Dollar Cost Average oder sparen und dann kaufen, wenn wir wirklich den letzten Drop sehen. Ich persönlich mache es so, dass ich aktuell schon nachkaufe, allerdings halt eher den Bitcoin, weil wie ich am Anfang schon gesagt habe, nur weil Altcoins bereits 50, 60, 70, 80, 90% verloren haben, heißt es nicht, dass sie noch weitere 80, 90% verlieren können. Ich persönlich habe Link beispielsweise noch nicht nachgekauft, werde ich allerdings spätestens um die 4 bis 5 US-Dollar Marke machen und zu den anderen Kryptowährungen wie VeChain, QNT, XRP, Phantom, etc., ob diese den Bärenmarkt überleben werden. Auch hierzu kann ich keine verlässliche Aussage machen. Ich möchte nämlich nicht, dass sich hier jemand darauf verlässt. Wichtig ist, wenn du in Altcoins investierst, dann bereit zu differenzieren. Denn selbst wenn du in 10 verschiedene Altcoins investierst und davon vielleicht 6 wegsterben, dann werden von den anderen 4 aus aktueller Sicht mit Sicherheit einige mindestens ein 10x machen, womit du natürlich dein Investment wieder komplett raus hast. Daher, wenn du in Altcoins investierst, vernünftig und gesund differenzieren oder halt beispielsweise nur ein BTC-ETH-Portfolio aufbauen. Denn ETH ist halt immer noch für mich die sicherste Altcoin-Kryptowährung. Ja, ich weiß, natürlich gibt es viel Konkurrenz, aber ETH hat für mich einfach den First-Mover-Vorteil und auch alle anderen Konkurrenz-Blockchains haben hier definitiv andere Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Zur Frage Dollar-Cost-Average oder im Bärenmarkt in Anführungsstrichen kaufen. Ich persönlich würde es und mache es auch aktuell so, dass ich halt aktuell Stück für Stück nachkaufe, allerdings gleichzeitig auch immer ein bisschen Geld beiseite lasse. Denn wenn ich mir jetzt beispielsweise sage, okay, ich investiere jeden Monat 1000 Euro, dann würde ich zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht für 600, 700 Euro nachkaufen und die restlichen 300 Euro einfach jeden Monat beiseite legen und wenn ich dann solche Kaufgelegenheiten sehe, wie eine Kapitulation in Bitcoin, was den Markt vielleicht auf 20.000 Dollar zurückdrückt, dann kann man hier eben eine große Tranche reinsetzen, die du über die letzten Monate aufgespart hast. Natürlich darf man hier den Zeithorizont nicht vergessen, wie bereits gesagt, wenn es Monate seitwärts geht, dann kann es sein, dass ein Portfolio mehrere Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre nicht ins Plus kommt. Du baust dir aber das Portfolio im Gesamtwert natürlich trotzdem weiter auf und davon wirst du dann long-term profitieren. Natürlich sind viele Leute extrem unentspannt. Vorhin haben wir die Frage bereits bzw. die Aussage gehört, dass der Kryptomarkt einen depressiv macht. Ich wurde auch gefragt, wie entspannt ich bin auf der aktuellen Skala 1 bis 10. Ich muss sagen, ich bin eigentlich bei einer 8. Das Einzige, was mich eigentlich nervt bzw. wovor ich Bedenken habe, ist eben vor einer extrem langen bärischen Phase. Im Allgemeinen darf man allerdings immer den Zeithorizont nicht vergessen und gerade solche großen Krisenzeiten sind halt die Zeiten, wo man die besten Chancen hatte nachzukaufen, denn ja, natürlich, die Märkte haben sich 2017, 18, 19, 20, 21 wunderbar entwickelt, aber was wir nicht vergessen dürfen, diese Entwicklung wurde halt recht schnell wieder zur Neige gemacht und aufgrund dessen darf man nicht vergessen, jetzt gerade zu aktuell bärischen Phasen vernünftiges Geld verdienen, vernünftiges Geld investieren und dann davon zu profitieren, wenn wir eben solche Zeiten wiedersehen, wo die Kurse so ansteigen wie beispielsweise in den letzten 2 bis 3 Jahren. Dann wurde ich noch von Bremen Watches gefragt, mein Portfolio ist 42% im Minus, ich mache mir Longterm null Sorgen, bin ich verrückt oder schlau? Ich denke, einfach, du bist schlau. Versuch dir nicht verrückt zu machen. Natürlich weiß ich nicht, wie dein Portfolio aufgeteilt ist. Wenn du natürlich jetzt hier nur auf High-Risk-Altcoins gesetzt hast, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, aber ich denke, dann hättest du ein größeres Minus als nur 42%. Auch zum Thema Staking habe ich wieder ein, zwei Fragen erreicht. Servus, Haltefrist für Staking auf ein Jahr ab sofort und ob das Staking von einer Wallet aus möglich ist oder nur von einer Börse, wie beispielsweise Coinbase. Ebenfalls wurde ich gefragt, Staking steuerfrei nach dem Zeitpunkt des Kaufes oder nach dem Zeitpunkt des Stakens. Ich persönlich bin natürlich kein Steuerberater, deswegen die Aussagen, die ich jetzt tätige, nehmt die nicht ernst. Ich bin aber der Meinung, dass wenn du Kryptowährungen in Staking gibst, trotzdem hier der Ankaufzeitpunkt eben dieses eine Jahr bestimmt wird, dass es ab dem Zeitpunkt losgeht. Was anderes ist es natürlich, wenn du jetzt beispielsweise Ethereum staken möchtest und das Ganze beispielsweise über Lido machst, wo du dann beispielsweise deine Ether gegen Lido Ether tauscht. Das kommt nämlich dann einem Verkauf und einem Kauf gleich und setzt somit natürlich deine steuerliche Haltefrist von einem Jahr
wieder auf Null zurück. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn du im selben Asset bleibst, dann bist du eigentlich meiner Meinung nach auf der sicheren Seite. Wenn du jetzt beispielsweise bei ADA in so einen Pool reingehst und darüber das Staking betreibst, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit vielen anderen Kryptowährungen. Ich persönlich würde es immer empfehlen, über eine eigene Wallet zu machen. Einfach aufgrund dessen, weil du dann eben auch immer noch deine eigene Kontrolle über die jeweilige Kryptowährung hast und selbstverständlich die Plattform, wenn du es über eine Börse machst, sich keinen Teil davon wegsnacken kann. Denn das hast du natürlich immer, wenn du jetzt deine Kryptowährung auf irgendeiner Börse lässt und sie dort stakest, dann wird die Börse sich immer einen Teil abziehen. Was anderes ist es beispielsweise auf KuCoin mit den Stablecoins. Bei Stablecoins ist es natürlich nochmal ein bisschen anderes Prinzip. Da nutzen die Plattformen das natürlich sehr gern aus, wenn du dort eben deine Stablecoins so lagerst. Die Plattformen können dann damit arbeiten und geben dir als Dank dafür dann beispielsweise 20%, 30%, 40%, 50% pro Jahr zurück. Kann sich definitiv lohnen. Ich persönlich würde immer auf der eigenen Wallet staken oder halt, wenn du jetzt beispielsweise auf KuCoin zum Investieren 2000 Euro liegen hast in USDT, dann kannst du die natürlich auch dort staken und dann aus dem Staking rausnehmen, wenn du eben investieren möchtest. Auch zu Terra wurde ich natürlich gefragt, wie es hier aktuell aussieht, ob man jetzt noch kaufen sollte. Und ja, dazu muss man natürlich jetzt mittlerweile differenzieren zwischen Terra Classic und der neuen Terra Blockchain. Terra Classic ist ja hier die alte. Dort würde ich nicht investieren. Das ist einfach nur reines Gambeln. Also Altcoins sind sowieso schon ziemlich starkes Gambeln. Und jetzt in dieses Projekt zu investieren, ich weiß es nicht. Also da bin ich auf jeden Fall sehr vorsichtig. Kann natürlich ein interessanter Zock sein, aber dass das Ding mal irgendwann wieder auf 1 Euro geht, halte ich für relativ unrealistisch. Dazu können wir einfach mal schauen, wie viele Terras aktuell im Umlauf sind. Okay, ich habe gerade mal geschaut. Es sind momentan 6,9 Billionen Luna-Tokens im Umlauf. Also Luna Classic, kurz LUNC. Wenn also das Ding auf 1 Euro steigt, dann hätten wir eine Gesamtmarktkapitalisierung von fast 7 Billionen US-Dollar. Ob das realistisch ist, da kannst du dir natürlich selber ein Bild von machen. Aktuell hat der Kryptomarkt eine Gesamtmarktkapitalisierung von 1,2 Billionen. Ob jetzt Luna als Projekt, was einfach gescheitert ist, 7 Billionen wert sein wird, halte ich für relativ unrealistisch, aufgrund dessen halte ich mich auch davon fern. Auch von der neuen Luna Blockchain halte ich mich fern, beziehungsweise Terra Blockchain. Natürlich kann die gut performen so, aber ich möchte einfach aktuell damit nichts zu tun haben. Ich schaue es mir von außerhalb an, wenn sich das Ding jetzt in den nächsten Monaten wunderbar entwickelt und sie ein vernünftiges Vertrauen aufbauen und alles transparent teilen, dann ist es vielleicht was anderes, aber an sich halte ich mich davon fern. Dafür gibt es zu viele andere Projekte, die ich ebenfalls interessant finde und wo ich ein geringeres Risiko sehe. Auch die Frage zum Ledger hat mich mal wieder erreicht und war, was man alles auf den Ledger Nano X packen kann. Ich habe ja zum Ledger selber eine gesamte Playlist gemacht und du kannst mittlerweile eigentlich schon fast jede Kryptowährung auf deinen Ledger ziehen. Dazu musst du erstmal immer schauen, was für eine Kryptowährung du hast. Wenn du jetzt beispielsweise Chainlink Token hast, also Link Tokens, dann sind das meistens ERC20 Token. Somit basieren sie auf Ethereum oder laufen hier über diese Chain und dann kannst du sie eben auch an deine Ethereum Adresse schicken. Das Ganze kannst du auch mit anderen Projekten machen, wie beispielsweise wenn du eine ADA Wallet installierst, dann kannst eben Projekte, die auf Cardano laufen, ebenfalls hier an diese Adresse schicken. Dazu musst du dich natürlich mit der Thematik erstmal auseinandersetzen und musst hier natürlich auch die richtige Chain auswählen und nicht Tokens an deine Ethereum-Adresse schicken, obwohl sie vielleicht auf der BEP20-Chain laufen bzw. einen solchen Token-Kontrakt darstellen. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Schau dazu gerne meine Ledger-Videos. Da habe ich eben viele Projekte wie beispielsweise VeChain, Cardano, ich weiß gar nicht, ob ich auch über Solana gesprochen habe und so weiter, das Ganze erklärt, wie es funktioniert. Dementsprechend kannst du über den Ledger eigentlich fast schon jede Kryptowährung verwahren. Was sind deine Top 5 Red Flags bei einem Projekt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir dazu jetzt keine Notizen gemacht. Spontan würde ich sagen, erstens, wenn das Team nicht bekannt ist. Zweitens, Social Media, ganz, ganz wichtig. Auch hier muss man darauf schauen, das ist eine weitere Red Flag, wenn sie extrem viele Follower haben, aber nur wenig Beiträge hier geliked werden. Dann natürlich sowas wie Discord, ob da viel Action ist, reden die Leute über vernünftige Themen oder sind da 100.000 Leute drauf und nur 2 Leute unterhalten sich. Dann solche Sachen wie natürlich Telegram-Gruppen, falls du dich damit auseinandersetzt. Und solche Sachen wie natürlich die Webseite selber. Haben sie ein Impressum? Haben sie eine feste Anschrift? Sind sie irgendwo reguliert? Und haben sie ein vernünftiges White Paper? Das sind alles wichtige Punkte, die für mich auf jeden Fall Red Flags darstellen, wenn sie eben nicht gegeben sind. Und das sind auch die wichtigsten Dinge, auf die ich dann immer achte. Das Wichtigste ist halt auch die Community und dass man hier nicht nur eine Hype-Community hat, wie damals bei SafeMoon, sondern wirklich auch Leute, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und wissen, worüber sie hier schreiben. Dann wurde ich gefragt, was ich von Presales halte.
und ob ich schon mal bei welchen mitgemacht habe. Gefahr und Chance. Presales sind, glaube ich, die besten Chancen, um im Kryptomarkt richtig Kohle zu machen. Dazu hat man natürlich auch ein relativ hohes Risiko, aber du investierst halt zu Beginn in ein Kryptoprojekt. Das Wichtigste ist hier einfach auch irgendwann den Weg des Verkaufes zu gehen und deine Gewinne zu realisieren, denn oftmals sind Presales so, der Presale findet statt, viele Leute investieren, dann geht das Ding an die Börse, der Kurs schießt nach oben, der Kurs korrigiert stark und dann fängt er sich erst so langsam ein, sieht vielleicht nochmal so einen zweiten Hype und dann pendelt er sich erst ein. Wichtig ist, dass du dann beim ersten Anstieg schon mal mindestens die Hälfte rausziehst, wenn das Ding mindestens 100% gemacht hat, damit du plus minus null bist und dann kannst du mit den restlichen Währungen weiter arbeiten. Meiner Meinung nach eine super Chance, ich habe auch selber schon mitgemacht. Ich habe beispielsweise damals über Next Earth gesprochen, den NXTT-Token. Da haben sich sehr viele Leute von euch bedankt und es freut mich, dass da viele innerhalb von kürzester Zeit einen 10x gemacht haben, obwohl die Marktphase da schon bärisch war. Auch über andere Presales haben wir schon gesprochen, wie beispielsweise Crowdswap. Auch hier gab es für die Investoren zeitweise einen 7 bis 8x und wenn man da halt einfach vernünftig kauft und verkauft, dann kannst du unheimlich stark davon profitieren. Natürlich bringt das auch ein Risiko mit sich, dementsprechend muss man natürlich hier das Ganze abwägen. Robin, wann können wir mit einem Helium-Miner-Video rechnen? Danke und liebe Grüße, erstmal liebe Grüße zurück. Das Video wird höchstwahrscheinlich übernächste Woche kommen, vielleicht auch schon nächste Woche. Ich will halt den Miner auch vernünftig laufen lassen, weil ich euch nicht einfach nur sagen will, jo, das Ding ist total geil oder das Ding ist total schlecht, nur weil meine Woche gut oder schlecht war. Ich möchte das Ganze länger austesten und ich werde euch auch dann in den folgenden Monaten immer wieder auf dem Laufenden halten, damit ihr euch selber unabhängig ein Bild von dieser Thematik machen könnt, ohne dass ich euch hier irgendetwas zeige, was am Ende des Tages nicht nachhaltig ist. Aber wie bereits gesagt, nächste, spätestens übernächste Woche wird es soweit sein. Auch zu KuCoin habe ich in letzter Zeit viele Fragen erreicht, weil sie teilweise SEPA-Einzahlungen anbieten und teilweise nicht. Aktuell ist es möglich, jein. Für die Leute, die bereits SEPA-Einzahlungen getätigt haben, ist es definitiv noch möglich. Für die Leute, die das noch nicht gemacht haben, ist es nur zeitweise möglich. Also für einige Leute ist es manchmal möglich, für andere nicht. Dementsprechend kann ich hier leider keine klare Antwort geben. Im schlimmsten Fall kann man sich aber natürlich dann Stablecoins von einer anderen Börse rüberschicken oder natürlich auch von seiner privaten Wallet. Aus welcher Stadt ich komme und somit kommen wir zu den privaten Fragen. Ich komme aus der Bremer Umgebung, dementsprechend aus dem Norden und arbeite aktuell in der Stahlindustrie bzw. direkt im Stahlwerk. Und was ich in meiner Freizeit neben dem Training mache, ist eigentlich nur ja, Essen, YouTube, Sport und eben meine Arbeit. Mehr Zeit habe ich aktuell gerade nicht. Ich versuche mir ab und zu mal ein bisschen Zeit freizuschaufeln, aber ja, durch diese ganze Arbeit momentan auf jeden Fall recht wenig Zeit für andere Dinge. Wie ich das im Allgemeinen alles schaffe, ich setze halt meinen gesamten Fokus auf YouTube und eben auf meinen Hauptjob. Das sind eben am Tag schon mal 16, 17 Stunden, die dafür draufgehen. Ich verzichte dann teilweise auf Schlaf. Ist eigentlich auch nicht so mein Ding, weil ich eigentlich ganz gerne den möglichst gesündesten Lifestyle leben würde, den ich leben kann. Ist aktuell leider nicht ganz so möglich, zumindest wenn man nach Erholungsphasen und so eingeht. Aber die Zeit wird auch wieder kommen und das bringt uns zur Frage, wie ich mir meine persönliche und berufliche Zukunft vorstellen. Ich würde die ganze Geschichte mit YouTube definitiv gerne Vollzeit machen. Dazu muss man natürlich das ganze Marktgeschehen hier auch bedenken, denn wenn wir jetzt wirklich nochmal ein oder zwei Jahre Bärenmarkt sehen, was halt theoretisch möglich ist, dann weiß ich nicht, wie dieser Kanal performen wird. Aktuell könnte ich davon leben, bin ich ganz ehrlich, aber ich weiß halt nicht, wie es in Zukunft aussieht und das ist das, was mich immer noch so ein bisschen ungewiss lässt. Dann zu den wichtigsten Fragen, Pommes mit Ketchup oder Mayo, früher Ketchup, heute Mayo und im Bärenmarkt lieber Whisky oder Wodka. Ich bin definitiv eher ein Wodka-Trinker und damit möchte ich das Video auch schon beenden. Vielen Dank an alle, die hier zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Genießt das Wochenende. Ciao, ciao.